Also dass Spock jetzt gestern da fast die Hälfte der Mannschaft gekündigt hat, das ist schon ziemlich schlecht. Ich meine, es ist natürlich auch eine Chance für alle anderen Startups, super tolle Mitarbeiter zu bekommen. Das Beste, muss ich jetzt ganz persönlich sagen, das war für mich schon der Austrian Startup Monitor. Ich habe schon das Gefühl, dass die Szene erwachsener wird insgesamt. Was ganz fein ist, dass es mehr Interaktion zwischen den Akteuren gibt, es gibt mehr, es ist mehr los, es gibt mehr Accelerator. Wir kriegen auch international mehr Aufmerksamkeit und wir werden als relevanter Standort wahrgenommen, was, glaube ich, echt also allen Playern, die auch heute da sind, zu verdanken ist und natürlich auch aus den Startups. Eines der besten Ereignisse war sicherlich der Verkauf von Smartbow, also auch einmal ein B2B-Startup echt geschafft hat, erfolgreich an einen SAP 500-Konzern verkauft zu werden. Das Schlechteste war das Interview gerade. Ich glaube, dass wir es geschafft haben, als Startup-Szene eine gewisse Maturity zu erreichen, wirklich rauszugehen. Selbst meine Mutter weiß inzwischen, was ich mache. Das hatten wir 2017 noch nicht. Das Schlechteste, aber gleichzeitig das Schönste ist, was mit Spock passiert ist, dass quasi Spock Leute loswerden musste, aber die ganze Startup-Szene zusammengekommen ist, um diese Leute wieder aufzufangen und zurück ins Ökosystem zu bringen. Ich finde es klasse, dass das Pioneers Festival einen Nachfolger gefunden hat und damit gesichert weitergehen kann. Das Schlechteste war sicherlich das, was man schon vor ein paar Tagen eben gehört hat mit Spock und die Mitarbeiter, die gehen. Den wünsche ich auf diesem Weg alles, alles Gute. Das beste Ereignis war Female Founders Pool Party, like I think. Und das Schlechteste, traurig wahrscheinlich gerade die News von Spock. Die Frage nach dem besten und schlechtesten Moment ist extrem schwierig für mich zu sagen, weil wir kennen nie wirklich die Geschichte dahinter. Was ich aber eher sehe, ist so, dass sich unser Ökosystem verwandelt und dass wir eine Herausforderung haben zu zeigen, dass wir eben nicht nur Startups lustig tralala sind, irgendwelche bärtigen Leute oder irgendwelche Übernacht-Millionäre oder so ein Mist, sondern dass wir eigentlich Leute sind, die unter Hochrisiko probieren, Unternehmen zu bauen, die auch irgendwann Arbeitsplätze schaffen und dafür eine ganze Menge Steuern zahlen. Es ist aber so schön zu sehen, dass es immer mehr Startups gibt, die sich etablieren können, die international fundraisen können, wo man sieht, es wachsen in Österreich immer mehr Talente, Arbeitsplätze und wir gewinnen an Relevanz international. Schade sind natürlich Fälle wie jetzt zum Beispiel der Jobabbau bei Spock. Schwierig finde ich ehrlich gesagt, dass die letzte Zeit relativ wenig von den politischen Akteuren rund um das ganze Thema Startups wirklich gemacht wird. Das Beste finde ich eigentlich, dass die Szene immer größer wird. Vor in Bayern hätte man sich nicht diese Größe oder Intensität vorgestellt. Beim ersten Stammtisch von Austrian Startups waren 20, 30 Leute. Für mich war das schönste Erlebnis, dass Startup 300 die Pioneers übernommen hat und die beiden Unternehmen eine tolle Fusion hingelegt haben und das Startup-Ökosystem weiter toll betreiben in Österreich. Aus Stadt Wien Sicht gesprochen ist, dass wir jetzt Teil dieser Start Alliance sind in einem globalen Startup-City-Netzwerk gemeinsam mit New York, London, Paris, Shanghai, Peking, Dubai. Also das finde ich war echt ein Highlight. Was nicht so toll war heuer, ist, dass Spock so viele Mitarbeiter abbauen muss. Schlimm finde ich, was jetzt mit Spock passiert. Das ist traurig. Da war unendlich viel mehr drinnen, wenn man sich anschaut, wie die Konkurrenz in den USA gerade wirklich die Welt niederreißt. Positiv ist ganz viel. Ich meine, was mit TourRadar und Bitmoment passiert gerade, ist gigantisch, weil das wird, sage ich mal, in Österreich noch einmal einen neuen Level an Ambition Level generieren, weil wir dann wirklich in Richtung Unicorns marschieren. Also, das passt schon. So, the worst, I think it's the stories that actually you wrote trending topics about Spock. So, I was quite surprised that it's happening, because I always thought that Spock is one success stories in the Austrian startup scene. Das Beste wird für uns erst kommen, ehrlicherweise. Wir öffnen ja nächste Woche die Strada del Startup und in Linz. Und in 4 Wochen, glaube ich, dann den Talent Garden in Wien. Und das ist natürlich für uns persönlich das Beste. Und ich glaube, dass wir da für die Szene insgesamt einen Impact machen.